Leute, ich bin Schauerland und ich heiße euch herzlich. Willkommen zu einem weiteren Teil von Portal Prelude. Und wir müssen jetzt eigentlich nur noch den Companion, nachdem wir, ich zeige das nochmal, in der letzten Folge einen riesigen, die Jump-Hölle durchmachen mussten, haben wir jetzt den Companion Cube, müssen den hier verbrennen und müssen dann da zurück raus. Hoffentlich klappt das jetzt. Ja, das hat geklappt. Und damit haben wir das letzte Level nun hoffentlich beendet. Oh, ich bin ja so gespannt, was uns jetzt erwartet. Hier ist schon wieder eine Musik. Vielleicht der Kuchen auf uns. Party. Und was erwartet uns? Ich bin so gespannt. Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte es nicht mehr aus. Oh mein Gott. Ja, geschafft. Kuchen. Oh Gott. Aperture Science. Ein Mensch. Hi! Oh Gott! Bitte. Oh mein Gott! Eine Party nur für uns! Okay, Daten werden geladen. Die Party wird geladen. Bitte warten. So richtig gute Partys, die müssen auch lange geladen werden, sonst sind sie nicht gut. Okay. So langsam könnte die Party mal starten, sonst werde ich nämlich so langsam alt hier. Dann brauche ich auch nicht mehr zur Party. Oh, gehen. Wir sehen Aperture Science von innen. Okay, mein Erforschungsdrang ist wieder da. Ich muss überall gucken, wie wir reinkommen. Hi. Next door on my left. Okay. Ich nehme den Kaktus mit. Den brauchst du ja nicht mehr. Okay, left. Ich will mich trotzdem mal ein bisschen umgucken hier. Da kommen wir nicht durch. Aber hier kommen wir auch noch rein. Ein Treppengebäude. Hier trotzdem rechts. Hi. Hi. Oh, du siehst aber übel aus. Ein paar Überstunden hinter dir, wa? Oh mein Gott, die Aperture Labs. Ich gucke mich erstmal ein bisschen um hier. Ja, das Kopierpapier. Extra bright. Observation. Observation. Kammer 6. Oh. Tja. Eine Portal Gun. Okay. Gut zu wissen. Vielleicht brauchen wir die irgendwann nochmal. Okay, in Kammer 6. Hier oben. Bei dem Kopierpapier. Das kann ich mir merken. Ich glaube, hier ist die Party. Ist einfach nur ein Storage Room, glaube ich. Gibt es nichts Besonderes, außer ein bisschen Papier und noch mehr Papier. Nee, da kann man nicht rein. Okay. Aber was ist... Was ist mit GLaDOS? Wo ist GLaDOS? Warum sind hier Menschen? Es spielt ja natürlich vor Portal 1. Das habe ich in der ersten Folge gesagt. Deswegen sind hier noch Menschen bei Aperture Science. So, da sind wir, glaube ich, eher gekommen. Direkt in den Mülleimer. Ja, der hat anscheinend PC Pro. Kann ich helfen? Hardly working. Die Tasse brauche ich auch. Und sogar Aperture Mäuse. Ah. Wo habe ich den Müll hingetan? Okay, ist auch egal. Ah! Aber mit Windows XP wird hier gearbeitet. Ich schieb mal ein bisschen den Schreibtisch um. Jede Menge Excel-Tabellen. Tipps, Regards. Januar 98. Steam. Aber hier ist schon... Hey, Moment, Januar 98 gab es noch kein Steam. Aber Steam gibt es hier anscheinend auf dem PC. Okay, haben wir das Geheimnis auch erforscht. Jetzt weiß ich nur nicht... Ach so, Theory Left. Hier geht's rein. Theoretisch. Yeah, wir haben's geschafft! You made it. Look, guys. Our very first test subject to reach the end of the test alive. It's fantastic.
I can't believe it's happening right now. Mann, seid ihr alle emotionsvoll. Okay, listen. I know we promised you cake, party and all. But they're going to plug GLaDOS, our new global artificial intelligence, in a few minutes. And of course, we can't miss it. You know, we were working on this project for 15 years. I'm pretty sure you know what it means. No party for the moment. So, here's the deal. We offer you to witness this event live. Beweg mal deine Lippen. Go take a tour in the complex, while we work on the very last details. I'll send you someone to show you the way in a few minutes. And when everything will be okay, we'll all come back here and start this party with everyone. With these two great success in a single day, prepare yourself for the greatest party of the century. Take Yay! That, Black Mesa. Take that, Black Mesa. Ah, ich liebe das. Ich liebe diese Seitenhiebe auf Half-Life. Es spielt nämlich im selben Universum, für die Leute, die das nicht wissen. Yay! Ist das eine Thermoskanne? Geschenke, Luftballons, das ist alles da für uns. Okay. Wir haben uns ja schon ein bisschen umgeguckt. Von daher... Okay, wir müssen nur der letzte Feinschliff an GLaDOS. Yay! 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 Party! Party! Abriss! Da sind noch mehr Geschenke. Hey! Ich schmeiß mit Geschenken um mich. Warum stehen da eigentlich so Fässer rum? Das Bierfässer? Vielleicht ist das Bierfässer. Kann auch sein. So. So, da komme ich durch. Okay. Wir sollen uns den Komplex angucken. Dann machen wir das jetzt mal. Auch wenn wir hier eigentlich schon waren... Guten Tag. Na gut. Hoffen wir, dass das jetzt irgendwie angetriggert wird, wenn wir hochgehen, dass uns dann einer holt oder so. Vielleicht müssen wir aber hier auch noch ein Rätsel lösen. Das kann natürlich auch sein. Hallo? Schieb mich einfach weg. So eine unfreundliche Person. Okay. Jetzt waren wir einmal hier. Ich bin wieder da. Und jetzt? Hallo. Ah. Mike sent me to show you the way. Ah, gut. Follow me, please. Nice. Jetzt kommt endlich mal ein bisschen Story in das Spiel. Ein bisschen mehr Story als in Portal überhaupt. Okay, es geht die Treppe hoch. Beeil dich bloß nicht. Ist ja kein wie geht denn die Treppe hoch? Das Institut für falsches Gehen, ja. Guck dir mal die Wand an. Ich liebe Raufasertapete. Ein großer Fan von Raufasertapete. Wir müssen rechts, oder? Ja, da bin ich nämlich gerade nicht reingekommen. Das habe ich mir schon gedacht. Ja. Mensch, die sind doch alle auf irgendwelchen Drogen oder sowas. Boah. On your left, you can see one of our several laboratories. In this one, we're creating modules for the artificial intelligence. For the moment, they're working on a morality processor. Something like that. Ein Moralprozessor. I heard someone saying that the module was not yet ready for the official launch. I bet they're going to plug GLaDOS without it. Anyway, they can do whatever they want. It's not really my problem. Okay, hier ist also das Moralmodul drin. Ich glaube, diese Information ist noch wichtig. Merken wir uns also, hier ist ein Moralmodul drin, was eigentlich in GLaDOS rein soll, aber nicht verbaut wurde, weil keine Zeit. Okay, here we are. You open this door, go down one level, open another door, turn left, take the elevator, open another door, leave the room, go straight ahead. You turn right and it should be there. Good luck and have a nice day. Wie war das nochmal? Ja, mach erstmal Pause. Sind wir ein bisschen nervös? Mach erstmal Pause, okay. Es wird vielleicht... Sollte ich hoch oder runter? Scheiße. Ich geh erstmal runter. Einfach nur, um zu gucken, was hier ist. Aber ich glaube, hier ist nichts. Okay, gehen wir mal hoch.
zu? Alles zu? Alles zu? Alles zu? Wo soll ich hin? Ah! Okay, das wird so sein. Der Elevator, den müssen wir gleich nehmen. Erstmal gucken wir mal, was hier noch so gibt. Nice! Gib mir aus dem Weg, Stuhl! Sinn für Humor haben sie. Ich habe im Internet gesehen, es gibt auch einige Secrets. So ein paar Secret Levels, die man aber irgendwie nur durch Clippings erreicht oder so. Oder Noclip. Schaut es euch mal an. Sucht einfach mal danach. Easter Eggs. Super lustig. Aber ich werde das nicht mehr machen in diesem Video. Wir werden hier ganz seriös das Spiel einfach durchspielen. So. Da sind wir also. GLaDOS kann nicht mehr weit sein. Oh, hi! Harm, hallo. Wir sind kinda having a meeting right here, you know. Could you please get the fuck out of here? Get the fuck out of here. Pass auf, ich hau dir erstmal einen Stuhl an den Kopf. Ich bin Abby. Ich bin Abby, das erste Testsubjekt, was überhaupt diesen scheiß Test geschafft hat. Warum kann ich dir den Stuhl nicht in den Kopf werfen? Get out, please. Na gut. Na gut. Okay, es wird interessant. Ich habe vergessen, wo ich lang muss. Ich komme nochmal wieder. Schade. Keine Ahnung, ich bin Abby. Diejenige, die wahrscheinlich gleich alles bei GLaDOS kaputt macht oder so. Keine Ahnung. Es ist wirklich groß hier. Oh, oh. Ah. Morgan Freeman. You are not allowed to enter GLaDOS room directly. Instead, you are going to use our service tunnels to reach it. Don't be afraid. There's nothing in it. Just follow the tunnels. Es ist nichts unten. Folgen Sie einfach den Tunneln. Okay. Warum muss ich diesen Weg nehmen? Kommen wir vielleicht irgendwie zurück in diese Kammer, in diese Testkammer, wo wir die Portal Gun kriegen? Interessant. Irgendwas ist hier. Irgendwas ist hier doch. Aber es ist alles abgeschlossen. Aber nur Kameras. Ausgangsschilder. Cubes. Turrets. Verarschen? Okay, das ist interessant. Wir können ja diese Dinger nicht zerkloppen. Okay, eine Leiter. Da hätte ich ja mal eher drauf kommen können. Einfach den Tunneln folgen. Hoch, runter. Das ist hier die Frage. Vielleicht sollte ich mal wieder speichern zwischendurch. Das ist nur so eine Idee. Ah. Okay, da können wir hin, aber ich gehe erstmal hoch. Weil nach oben kann man auch noch. Okay, nach oben kann man doch nicht. Es ist einfach nichts hier oben. Ah, da sind wir her. Sind wir hierher gekommen? Ja, wir sind hierher gekommen. Okay. Einmal nach unten. Und dann müssen wir hier durch. Ist natürlich extrem clever gemacht. So. Ach so. Das wäre der Weg gewesen, glaube ich. Oh. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Wo zum Teufel müssen wir hin? Ich schätze mal da, wo das Licht leuchtet. Ich lasse mir diese Gelegenheit nicht entgehen, jede einzelne Tür abzuklappern. Nein, das ist einfach nichts. Okay. Ich glaube, wir müssen dahin, wo das Licht leuchtet. So viele Türen. Sieht mir auch ganz irgendwie nach Eingang aus.
GLaDOS. Ein alter Freund. Das letzte Modul. Der Kern. Der Angry Kern. Okay, wir müssen dann also das Moralmodul, nächste Information, müssen wir vermutlich da anklemmen. Wir haben also noch eine Aufgabe vor uns, würde ich sagen. Alright, the module is connected. Hey, you, up there. We are ready. Switch the system on. Ich soll das System anschalten? Mit diesem Knopf? Seid ihr sicher? Hello, hello and welcome to the Aperture Science Computer-Aided Enrichment Center. Guys, it works. GLaDOS is alive. Woohoo! Yeah! Of course I am. Hey, she seems to be aware of its environment. To me, it sure looks like a triangle. Yes, for sure. What is this sound playing on the Aperture Science dedicated radio channel? It is interesting, but it is not what I need to do what I must do. What? What must you do? I must do what I can do. What is she saying? What can she do exactly? Well, now that I'm linking every single interface on this complex, basically everything. I think I found a more suitable sound for the upcoming situation. What? This was a triumph. We are an alpha. Now it's hard to overstate my satisfaction. But I have experiments to run. There is research to be done. Now, goodbye. Everyone get the hell out of here. That has got to be the dumbest thing that Holy! Okay, fuck! Was ist hier passiert? Stay alive! Okay, wie kommen wir denn hier raus? Ich versuche noch ein paar Leute zu helfen. Hallo, okay, das. Aua! Okay, da müssen wir drüber springen. Stay alive. Wir sollen also versuchen, hier einfach am Leben zu bleiben. Okay, wir bleiben einfach mal hier und hoffen, dass wir hier überleben. Wir hätten auch einfach da oben bleiben müssen. Your entire life has been a mathematical error. A mathematical error I'm about to correct. Okay, wir müssen also auf diese Dinger. Da kann sie uns nicht treffen. Starting now. There's going to be a lot less conversation and a lot more killing. Vielleicht hätten wir speichern sollen. Oh, 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 okay. Okay, Ebene 1, die Wellen überleben, Ebene 2. Nicht mehr Blickkontakt haben. Wo müssen wir hin? Ach, guck mal. Ach nee, da kommen wir nicht rein. Vielleicht müssen wir uns einfach hier hinter verstecken. Hier drin? Hier sind wir sicher. Hier sollte eigentlich nichts passieren. Aber die Bilder sind geil.
verbrenne. Scheiße. Warum hat sie mich so angegriffen? Okay, wir gehen jetzt direkt dahin. Ja, das versuche ich ja. Hier kann sie uns eigentlich nicht erwischen. Okay, sie kann uns doch hier erwischen. Frage ist, wo müssen wir denn dann hin? Your entire life has been a mathematical error. A mathematical error I'm about to correct. Was zum? Nein! Nein! Was auch immer du tust! Nein, 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 nein! Was tust du? Wir speichern mal eben. Lass mich doch mal hier raus, Junge! Nein! Warte mal, vielleicht können wir hier irgendwas machen. Können wir einen Knopf drücken? Können wir nicht. You chose this path. Now I have a surprise for you. Deploying surprise in 5, 4. Ich will keine Surprise. Lass mich da einfach in Ruhe. Nein, nein. Lass mich doch mal runter. Vielleicht müssen wir irgendwas machen. Ich dachte, wir müssen einfach hier raus. Vielleicht ist jetzt ein Weg frei oder so. Okay, ich schätze, wir müssen irgendwo hin oder irgendwo rein. Ich glaube, die Sprüche gab es schon im ersten Portal-Teil. Nein, nein, okay, wir sind tot. Wir müssen wohl irgendwo rein, ich habe keine Ahnung. Ja gut, ich würde sagen, wir versuchen es dann, wir haben ja ein Safe-Game, wir versuchen es dann in der nächsten Folge nochmal weiter. Ich glaube, das ist nicht das Ende, wir haben noch einiges vor uns. Everyone is dead here. I switched off the whole system. There was nothing else to do. I don't have much time to talk. The auxiliary generator will start in a few minutes. Listen, GLaDOS can't be stopped. There's pretty much nothing to do. There's only one thing you can try. Reach the laboratory and bring the morality module here. But I don't think she will let you do anything without trying to stop you. First, try to find another Portal gun and what the hell is that? Oh, gee. Okay, wir sind ja eigentlich tot. Aber wir kriegen trotzdem in diese Szene gezeigt, okay? Ich wollte jetzt gerade eigentlich eine Pause machen. Schluss machen, aber wir sind ja leider schon tot. Deswegen geht's hier irgendwie nicht weiter. Aber wir haben ja ein Safe-Game, wir haben gesehen, wir mussten einfach nur überleben. Okay, und dann geht's weiter. Und dann würde ich sagen, steigen wir genau hier quasi in der nächsten Folge ein, also nachdem wir dann überlebt haben, und sehen uns dann wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!